Auf dem Kabel steht offene Beschriftung. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Kabelbeschriftung. Offenbar steht auf dem Kabel H05RRF3X1,5. Aber was bedeutet das denn? Richtung Elektrotechnik sich auskennen, weiß, was ich meine. Auf dem Kabel stehen auch mal eine Beschriftung. Und die werde ich heute mit euch ein bisschen versuchen darzulegen, zu sprechen, wo man mal die ganzen Bedeutungen von den Buchstaben sieht. Als erstes der H. Der H ist der harmonisierte Leitung. Es gibt ein A mit zweimal Sternchen. Das ist in die anerkannte nationaler Typ. Das ist die allgemeine Kennzeichen. Danach kommt dann dieses 05. Das ist diese Benetzung Spannung U0 oder U. Und dann haben wir da 01, 03, 05 und 07. 01 sind 100 Volt, bei 03 300 Volt, bei 05 300 oder 500 Volt und bei 07 450 oder 750. Dann als nächstes haben wir dieses R. Das R ist erstmal bei uns Ethylenprol. Es ist ein Gummi. Aus welchem Material oder Isolationwerkstoff besteht das denn hier überhaupt? Dann gibt es das zweite R. Das ist das Materialwerkstoff. Aus welchem Material besteht das denn hier genau? Die genaue Bedeutung dahinter weiß ich echt nicht auf die Schnelle. Das ist die Besonderheiten im Aufbau. Ja, jedes Kabel ist wieder anders aufgebaut. Da gibt es zum Beispiel H für flache, H2 flache nicht aufteilbare Leitung oder H6 flache Leitungen mit 3 oder mehr Adern, H7 Leitung mit extrudierter Zweischichter-Isolierungshülle. Da H8 Wandelleistung. Ja, dann gibt es als nächstes dieses Strich F. Das ist die Leiterform. Ja, Leiterform. Was bedeutet das denn hier? Da gibt es wieder verschiedene. Flexibel, Rundleiter, hochflexibel oder Schweißleitung. Das ist eine Leitung, die ist flexibel. Diese Drähte innen sind gelockert. Dann haben wir als nächstes eine 3. Ich kann auch eine 5 stehen, eine 7, eine 4. Das ist unsere Aderanzahl. X oder ein R. X ist ohne Schussleiter und R ist mit Schussleiter. Schussleiter ist der grüne Gelbe. Somit wissen wir, okay, dieses Kabel hat einen Schuss 1,5, 4 Quadrat, 2,5, 10, 25 und so weiter. Das sind unsere Querschnitte. So sieht das hier auch alles nochmal aus. Könnt ihr auch selber gerne suchen. Einfach
Beschriftung von Kabel und dann findet ihr das Thema auch schon. Und somit habe ich nichts mehr zu melden und sage damit noch einen wunderschönen, schönen guten Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder auf meinem Kanal zu einem weiteren Technikvideo. Schönen Tag. Tschüss.